traurig, die ganzen GPUs mit so wenig Speicher, das ist doch alles Elektroschrott. So, du willst also viel VRAM, ja? Du musst aber tief in die Tasche greifen. Aus, vorbei. 16 GB, 75 Euro. Auf Mindfactory gibt es wieder spannende Verkaufszahlen zu sehen, die abzeichnen, welche CPUs gerade besonders beliebt sind. Zum Streitthema Grafikspeicher tut sich diesmal ein Angebot auf, welches mal zur Abwechslung wirklich günstig erscheint. Allerdings ist es eine Art Wiederbelebung der RX 580, nur eben mit mehr Videospeicher. Eine weitere grafische Wiederauferstehung erlebt das originale Tomb Raider-Spiel. RTX Remix Path Tracing macht es möglich. Neuigkeiten aus dem Hause Nvidia gibt es frisch von der Messe SIGGRAPH aus Los Angeles. Es werden unter anderem 3 neue Grafikbeschleuniger vorgestellt. Willkommen zu den PCGH-News dieser Woche. Neue Woche, neue Verkaufszahlen von Mindfactory. Twitter-Nutzer TechEpiphany zeigt zum Wochenbeginn die abgesetzten Einheiten der Prozessoren. Sie geben mittlerweile ein gewohntes Bild ab. In den Top 10 der meistverkauften CPUs der vergangenen Woche finden sich satte 9 Modelle von AMD wieder, während Intel mit dem Core i5 13600F auf einen geteilten 9. Rang kommt. Richtig deutlich wird die Distanz beim Ryzen 7 7800X3D, welcher mit 550 verkauften Einheiten an der Spitze der Mindfactory Charts rangiert. Mit vergleichsweise kleinem Abstand folgt der Ryzen 7 5800X3D, der bei 480 an den Kunden gebrachten Exemplaren liegt. Und dann herrscht erstmal Leere. Die Bronzemedaille erhält in der vergangenen Woche der Ryzen 7 5700X, der mit 270 Einheiten schon nur noch die Hälfte des Spitzenreiters vorweisen kann. Die Herstellerverkäufe in Kalenderwoche 31 gliedern sich dementsprechend wie folgt. Während AMD-CPUs bei Mindfactory insgesamt 3385 Mal über die virtuelle Ladentheke gingen, waren es vom Intel-Konkurrenten derer 1070 Stück. Damit teilt sich der Mindfactory eigene Marktanteil mit einem Verhältnis von knapp 76% zu 24% zugunsten von AMD auf. Dass diese Zahlen allerdings bei weitem nicht repräsentativ für den weltweiten Markt sind, zeigt ein Blick auf die noch aktuelle Analyse der Marktforscher Mercury Research. Laut dieser sind die Werte nämlich andersherum zu sehen. Während Intel derzeit 2/3 der Prozessoren stellt, verteilt sich der restliche Anteil auf AMD. Und das, obwohl auch x86-Prozessoren einberechnet werden, die ihr zu Hause in den aktuellen Konsolen sowie Gaming-Handhelds wie dem Steam Deck finden. Aus welchem Hause stammt eure verbaute CPU? Kaum zu glauben, aber wahr. Der in China beheimatete Grafikkartenhersteller Kinology präsentiert mit der neuen Radeon RX 580 2048 SP eine Grafikkarte mit 16 GB GDDR5 und weiteren Besonderheiten zu einem Preis von umgerechnet rund 75 Euro. Während insbesondere die Spieler hierzulande über den Streitfall Grafikspeicher diskutieren und von den Herstellern mit Zeit- oder gar Downgrades abgespeist werden, hat der chinesische Grafikkartenhersteller Kinology einen neuen Grafikbeschleuniger mit 16 GB GDDR5 zum Kampfpreis vorgestellt. Bei der jetzt präsentierten Kinology Radeon RX 580 2048 SP, so die vollständige Bezeichnung der exklusiv in China vertriebenen Grafikkarte, handelt es sich um eine ganz besondere Konfiguration. Denn mit 2048 Stream-Prozessoren respektive Shader-Einheiten aus 32 Compute-Units handelt es sich eigentlich um jenen Polaris-Grafikprozessor, den Polaris 20XL. Auf der Radeon RX 580 2048 SP erhält der Chip ein sanftes Overclocking und massig Grafikkartenspeicher. So lesen sich dann die Spezifikationen wie ein wildes Potpourri aus Polaris 20XT und 20XL. Bei der Konzeption der Kinology Radeon RX 580 2048 SP stand die Kapazität des Grafikspeichers ganz offensichtlich im Vordergrund und das um jeden Preis. Denn im Vergleich zu den GDDR5-Speicherbausteinen, welche für die im April 2017 erschienenen AMD Radeon RX 580 und RX 570 eingesetzt wurden, wirken die Speichermodule der Radeon RX 580 2048 SP wie von der Resterampe. Die Speicherbandbreite fällt um 14% auf nur noch 192 GB pro Sekunde ab. In Sachen Konnektivität hält der I.O.-Bereich der Grafikkarte jeweils einmal HDMI, DisplayPort und DVI bereit, während sich ein 6-Pin-PCIe-Stecker um die Energieversorgung kümmert. Für uns fällt das Angebot wohl flach, denn außerhalb von China wird die Grafikkarte aller Voraussicht nach nicht angeboten. Das klassische Action-Adventure Tomb Raider erschien 1996 für PC und die 32-Bit-Konsolen Saturn und PlayStation und galt mitunter als Zugpferd für die damals aufkommende 3D-Beschleunigung durch 3DFX-Glide-Unterstützung. 27 Jahre später erfährt der PC-Klassiker jetzt eine erneute Grafikkur mit modernster Technik. Der YouTube-Kanal Dominus Aurate hat jüngst ein Video veröffentlicht, in dem eine Work-in-Progress-Version der RTX Remix für das originale Tomb Raider präsentiert wird. Dieses Video liefert einen beeindruckenden Einblick in die grafischen Verbesserungen, die RTX Remix auch älteren Klassikern bieten kann.
Die neuen Licht- und Schatteneffekte der RTX Remix Mod können auch bei Tomb Raider faszinieren. Lara Croft wirft nun mit RTX Remix endlich einen eigenen Schatten und richtige Umgebungslichteffekte sorgen für viel mehr schaurige Atmosphäre in den verwinkelten Grabmälern. Durch das Katakomben-Layout und den Verzicht auf die Darstellung von unnatürlichen Lichtquellen fallen einige Passagen des gezeigten Levels jedoch recht düster bis schwarz aus. Leider ändert die Mod auch nichts an den Texturen, die in dem Video nun mal weiterhin verpixelt daherkommen. Das RTX Remix Creator Tool soll in Zukunft aber auch hier Abhilfe leisten können, doch es gibt keinen Release-Termin dafür. Und wer sich jetzt wundert, woher die RTX Remix Mod selbst zu beziehen ist, für den gibt es leider noch einen Wermutstropfen. Denn der Download zur Mod wurde noch nicht bereitgestellt. Bis zum Release kann das YouTube-Video aber vielleicht ein wenig Vorfreude schaffen, sich einen alten PC-Klassiker in einem frischeren Gewand noch einmal zu Gemüte führen zu dürfen. Nvidia hat die diesjährige SIGGRAPH, welche vom 6. bis 10. August in Los Angeles stattfand, dafür genutzt, seine drei neuen professionellen Grafikbeschleuniger RTX 5000, RTX 4500 und RTX 4000 sowie die unter anderem von Partnern wie Dell, Lenovo und HP vertriebene RTX Workstation im Detail vorzustellen. Anders als Desktop-Grafikkarten geizt das Profi-Equipment nicht mit Grafikspeicher. Die SIGGRAPH, der Association for Computing Machinery, einer 1947 als erste wissenschaftliche Gesellschaft für Informatik gegründeten Vereinigung, diente Nvidia in diesem Jahr als Laufsteg für die Vorstellung weiterer Profibeschleuniger auf Basis einer aktuellen GPU-Architektur Ada Lovelace. Drei neue Workstation-Grafikkarten und eine Workstation-Serie hat Nvidia im Rahmen der Konferenz vorgestellt. Den Anfang machte die kleine Nvidia RTX 4000, welche wie die GeForce RTX 4070 Ti und RTX 4070 auf den AD104 Grafikprozessor setzt und mit 6144 CUDA-Prozessoren auf eine TDP von lediglich 130 Watt kommt. Wie beim nochmals effizienteren Ableger der Nvidia RTX 4000 SFF-Edition, welcher nur mit 70 Watt TDP spezifiziert ist, werden großzügige 20 GB GDDR6 Grafikspeicher mit ECC-Support geboten. Das Speicherinterface ist 160 Bit breit und liefert 360 GB pro Sekunde an Bandbreite. Als günstigste der drei Neuvorstellungen positioniert Nvidia die 26,7 Teraflops starke Nvidia RTX 4000 von einem Preis von 1250 US-Dollar als kleinste Einstiegslösung direkt neben der Nvidia RTX 4000 SFF-Edition. Die Nvidia RTX 4500 setzt wie die Nvidia RTX 4000 auf den AD104 Grafikprozessor, bietet aber mit insgesamt 7680 aktiven Shader-Einheiten die gleiche Ausbaustufe wie eine GeForce RTX 4070 Ti im Consumer-Bereich. Die hohe Leistung von 39,6 Teraflops erreicht die Profi-Grafikkarten mit einer auf 210 Watt spezifizierten TDP. Dass die professionelle Hardware von Nvidia auf Effizienz optimiert ist, wird deutlich. Flankiert wird der Grafikprozessor von insgesamt 24 GB GDDR6 mit ECC-Support, mit einem 192-Bit breiten Speicherinterface sowie einer hohen Speicherbandbreite von 432 GB pro Sekunde. Der Preis der neuen Nvidia RTX 4500 beträgt offiziell 2250 US-Dollar. Als letzter Profibeschleuniger im Bunde wurde die Nvidia RTX 5000 vorgestellt, welche wie die GeForce RTX 4090 auf dem AD102 basiert und 12800 Shader-Einheiten bietet. Die Workstation-Grafikkarte ordnet sich unterhalb der Nvidia RTX 6000 ein, welche 18176 CUDA-Prozessoren bietet. Der große AD102-Grafikprozessor erreicht bei einer TDP von 250 Watt eine maximale Rechenleistung von 65,3 Teraflops und wird von 32 GB GDDR6 mit ECC-Support, von einem 256-Bit breiten Speicherinterface und einer Speicherbandbreite von 576 GB pro Sekunde unterstützt. Der aufgerufene Preis für die Nvidia RTX 5000 beträgt 4000 US-Dollar. Ebenfalls neu im Programm aufgenommen, hat der Hersteller die Nvidia RTX Workstation, die ab Herbst von Partnern wie Dell, Lenovo, HP, Lambda und Box angeboten werden sollen. Die Workstation-PCs sollen mit bis zu 4 Nvidia RTX 6000 und insgesamt 192 GB Grafikspeicher eine hohe AI-Rechenleistung von bis zu 5282 Teraflops in Nvidias AI Enterprise und Omniverse-Software erreichen. Die Nvidia RTX Workstation sollen auch im Dual-Socket-System mit bis zu 2 Workstation-CPUs und einem bis zu 200 Gigabit schnelleren Ethernet-Controller der Serie Nvidia Mellanox CX6 ausgestattet sein. Preise nannte Nvidia hier bislang noch nicht und verwies auf die Partner, die im Herbst ihre Systeme vorstellen werden. Und da sind wir auch schon wieder am Ende mit den PCGH-News. Danke euch fürs Einschalten, unterstützt uns gern mit einem Daumen nach oben und vergesst nicht, die Abo-Glocke zu aktivieren. Dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bye!